Hallo, ihr Lieben, fühlt euch gegrüßt. Heute habe ich mal, komme ich wieder mal einer Bitte nach. Und zwar hat mich letzte Woche jemand kontaktiert und hat gesagt: Sandra, du machst immer so tolle Erklärvideos. Kannst du mal das Thema PSM2 erklären, beziehungsweise das Thema MIM, sodass man das auch mal weitergeben kann an Kundenkontakte, so einfach wie möglich? Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Ich bin ja schon sehr lange auch in diesem Thema. Ich habe sehr nahen Kontakt zu dem Dr. Peter Richterich, der ja da absoluter Spezialist in dieser Geschichte ist. Ich habe viele, viele Kundenpferde, die ich betreue, die auch dieses Problem haben. Und ich möchte dir hier in dieser, ja, in diesem Video mal anschaulich machen, was denn dahinter steckt. Also es ist kein Mythos, davon abgesehen. Na, viele meinen ja immer noch, ach, es ist Blödsinn, es ist Schwachsinn, wie auch immer. Nein. Wie du hier gleich sehen wirst, ist es eine Problematik innerhalb der Muskelzelle, eine Stoffwechselproblematik. Und wie sich das zusammensetzt, das zeige ich dir jetzt hier anhand dieser, ja, dieser Aufzeichnung, die ich gemacht habe. Also PSSM2 war es vorher, heute sagt man MIM. MIM steht für Muskelintegritätsmyopathie. Schwieriges Wort. Wir haben unterschiedliche Varianten, das ist die P2, P3, P4, P8. Bei diesen Varianten handelt es sich um eine Störung innerhalb der Proteinproduktion, was die Instabilität der kleinsten Einheit innerhalb der Muskelzelle hervorruft. Das zeige ich dir aber gleich noch ein bisschen schöner anhand meiner selbstgebastelten Muskelzelle. Muss ich mal gucken, so viel Material kriegst du ja immer gar nicht. Und dann habe ich jetzt heute Morgen mal hier die Zeit damit verbracht, es selber mal zu kreieren und zu malen, damit du das verstehen kannst. PX hat eine Sonderstellung. Beim PX ist es nochmal so, dass dort auch die Neurologie, also die Nervensignale, mit involviert sind. Die Pferde, die PX haben, haben meistens auch eine absolute Übererregbarkeit. Und eine sehr, sehr, sehr kurze Zündschnur. Also explosiv von hier, von jetzt auf gleich, manchmal unerklärlich, wieso, weshalb, warum. Aber das mag damit zu tun haben, dass die Pferde einfach ja Muskelschmerzen beziehungsweise ja Muskeln, nicht Nervenschmerzen, auch noch zusätzlich haben und deswegen einfach massivst gereizt sind. Dann gibt es noch die K1-Variante. Das ist eine Störung des Kollagens innerhalb des Bindegewebes. Das Bindegewebe umschließt den gesamten Muskel und das führt auch zu einer Schwächung des Gewebes. Also ihr seht schon, mal eben aus den Fingern gesogen ist diese Problematik nicht. Und Pferde, viele, viele, sehr viele Pferde leiden an diesen Problematiken und haben diese Störung, es ist genetisch bedingt, es wird weitergegeben von Generation zu Generation und wir haben das in allen Rassen. Es ist mittlerweile bekannt, dass es sich durch alle Rassen zieht, durch die Warmblüter, durch die Tinker, durch die Shetties mittlerweile wohl auch schon. Es sind alle Rassen betroffen. Und ja, keine kann sich davon freisprechen. Es liegt einfach daran, dass wir sehr viel hin und her durcheinander hoch und runter gekreuzt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und dass halt, ja, dass der Samen, der Spendersamen natürlich zu tausendfach auch vermehrt wird, was natürlich auch gewollt ist. Im Züchterbereich, ich bin da jetzt aber nicht so die richtige Ansprechpartnerin, was diesen ganzen Zuchtbereich angeht. Ich bin mehr auf der körperlichen Ebene unterwegs. Und zwar bei meinen Patienten, die massive Muskelstörung, massivste Muskelstörungen haben. Und hier habe ich dir mal, ups, ein Bild zusammengestellt, wie sich so eine Muskelzelle aufbaut. Da siehst du, links ist der Knochen. Der Knochen sitzt über das bandhafte System oder beziehungsweise der Muskel sitzt über das bandhafte System am Knochen. Dann hast du den Skelett, die Skelettmuskulatur, du hast die Faszien, du hast die Muskelfasern, die Bündel, die Muskelfibrillen, die Zellinhalte natürlich, die Sarkomere. Und in den Sarkomeren, und das ist das Ausschlaggebende, hast du Myosin und Aktin. Hier unten drunter habe ich dir das nochmal ein bisschen dargestellt, farblich. Das Myosin ist grün. Hier siehst du das Myosin. Hier in der Mitte
ist das Myosin und am Rand ist es Aktin. Und das Aktin wird, das nennt sich Z-Scheibe, das ist ein gallertartiges Gewebe, sag ich jetzt einfach mal, was die Muskelzelle braucht, um stabil zu sein. Und du hast quasi eine Instabilität in der Muskelzelle dadurch, dass die Proteinbildung nicht ausreichend gegeben ist. Ich glaube, so kann man es einfach mal grob darstellen für jeden, der halt sagt, ich habe keine Ahnung, ich verstehe das Thema nicht und ich weiß auch nicht, was das ist. Ich bin in der Anatomie nicht zu Hause. Dieses ganze Fachgesimpel, da schalte ich ab, weil ich einfach nicht ausreichend vorgebildet bin. Das musst du auch gar nicht. Du brauchst nur wissen, dass dort eine Störung in dem Zell bzw. in der Muskelzelle vorherrscht und das den Stoffwechsel der Muskelzelle stört. Die Muskelzelle hat nicht mehr diese Stabilität und kann nicht mehr so funktionieren, wie es gebraucht wird, damit der Körper, der Organismus vernünftig sich bewegen kann. Das ist was, hat die liebe Lorraine, da komme ich später noch zu, gestern noch gesagt, wir unterhalten uns sehr, sehr oft darüber, weil Lorraine beteiligt ist. Lorraine hat ein Pferd, und zeige ich euch hier gleich auch, und geht seit 5 Jahren durch diese Problematik durch mit Auf und Abs und wirklich der Entscheidung kurz davor, ihn gehen zu lassen oder nicht. Ich betreue die beiden jetzt seit 3 Jahren und wir haben ihn jetzt einigermaßen stabil und wir haben den ersten Winter gehabt, dass wir ihn mal vernünftig durch den Winter gebracht haben. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Lorraine hat gestern noch so schön gesagt, der Körper funktioniert wie ein Zahnrad. Wenn du ein Zahnrad hast, ja, das dreht sich in eine Richtung und es hat Zacken. Und eine Zacke davon ist weggebrochen. Dann ist das ganze Zahnrad instabil. Und so müsst ihr euch das vorstellen bei dem Körper. Der Körper ist instabil, beziehungsweise die Muskelzelle, ja, das Gerüst selber ist nicht mehr ausreichend, dass es die Stützfunktion und die Arbeit der Muskelzelle ausführen kann. Ich hoffe, so kann man es vernünftig verstehen. Ich zeige euch mal hier, seht ihr die Pfeile? Ich zeige euch mal hier anhand dieser Bilder. Das ist auch zum Glück von einer ganz lieben Kundin von mir bereitgestellt. Das Pferd betreue ich auch schon seit längerer Zeit. Und ihr seht hier diese Muskeldellen. Ich wollte gerade mit dem Finger drauf sein, aber das seht ihr ja nicht. Die Pfeile, die ich eingezeichnet habe, zeigen so ganz klassische, typische Muskelzellen. Und guckt euch mal eure Pferde an. Ja, diese Dellen, diese Zellen, diese Risse innerhalb des Körpers, innerhalb der Haut oder unter der Haut. Das ist ganz klassisch und typisch dafür, dass Pferde Probleme mit der Muskulatur haben und dass der Zellstoffwechsel in der Muskulatur nicht vernünftig arbeitet. Das triffst du häufig, häufig, häufig bei Pferden, ja, dass da so massive Dellen in der Haut sind. Ich glaube, früher hat man immer ganz oft gesagt, er hat Muskelfaserrisse. Diese Muskelfaserrisse haben sich aber leider nicht bewahrheitet, weil man ganz oft auch gar keine Verletzung zuordnen konnte, die vorhergegangen ist, irgendwo, dass das Pferd sich verletzt. Das habe ich schon so oft gesehen, ja, dass in der Halsmuskulatur, in den Strukturen einfach so Risse und Beulen sind. Und wenn du dann fragst, was hat das Pferd gemacht, wo kommt das her, dann sagen viele Leute, ah, du, weiß ich nicht, eigentlich unerklärlich, bei mir ist das nicht zum Tragen gekommen. Und jetzt zeige ich euch mal den Didi. Die liebe Lorraine hat uns die Fotos zur Verfügung gestellt. Der Didi ist, ich muss das mal ein bisschen kleiner machen wieder. Der Didi ist PXP8 getestet. Wobei, wie gesagt, die PXler ja auch das Problem mit der neurologischen Struktur haben. Ihr seht hier Fotos von Juni bzw. von März 22. Da sah der Didi aus wie ein Ackergaul, das kann man echt so sagen. Der hat so massivst abgenommen und der hatte solche Probleme. Also das Ganze hat sich jetzt echt fast über 3 Jahre gezogen. Oder seit 5 Jahren hat sie Didi und das hat sich jetzt so massivst dargestellt. Der Didi hatte eine Phase, da hat er mit dem Kopf wirklich an der Boxenwand gelegen und der war so schlecht zurecht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Und damals hat Lorraine mich angefangen und hat gesagt, sag mal, hast du noch eine Idee? Kannst du irgendwas machen? Kannst du unterstützen? Kannst du uns helfen? Bis dato war ich nur sporadisch da und jetzt gehen wir gemeinsam den Weg. Ich bin alle 4 Wochen vor Ort und gucke immer. Was ich dazu sagen muss, ist, und da komme ich nochmal darauf zu, die Lorraine hat sich bereit erklärt, wenn ihr Fragen habt und mal mit einer Pferdebesitzerin sprechen wollt, die wirklich für ihr Pferd durch die Hölle gegangen ist, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Die Lorraine hat sich da in die ganzen Futtergeschehnisse eingearbeitet und hat rum experimentiert, hat einen Haufen Geld dafür ausgegeben. Und auf dem rechten Bild seht ihr den Didi heute. Wir haben ihn wirklich jetzt mal, also jeden Winter hat er so ausgesehen wie im März 22. Und manchmal noch schlimmer, dass der so massiv abgebaut hat. Wir haben ihn heute einigermaßen gut stehen. Es gibt Phasen, da kann er auch nicht gearbeitet werden. Er kann einfach nicht. Diese Phasen sind da. Und natürlich sollst du gerade bei den PSM2-Pferden dafür sorgen, dass sie eine ausgleichende Bewegung bekommen, ein angepasstes Training. Aber wenn ein Pferd einfach nicht kann, dann kann es nicht. Und hier gilt es, das für mich auch einfach zu berücksichtigen, dass es dann wirklich mal Zeiten gibt, wo halt nichts möglich ist. Beim Didi ist es so, dass es dem besser geht im Sommer durch die Wärme, durch die Sonneneinstrahlung, und er verträgt Gras super gut. Und wir können sagen, dass es ihm, wenn es auf die Weide geht, einfach viel, viel, viel besser geht, als wenn der in einer Box mit einem Paddock davor gehalten wird. Also geht er auch ganzjährig auf die Weide. Und im Sommer geht es ihm natürlich einfach wirklich gut. Wir hatten jetzt vor Weihnachten wieder so eine Phase. Wir waren zusammen auf der, wie heißt sie denn in Hannover, die Messe, die Pferdemesse, Pferd und Jagd. Ich glaube Pferd und Jagd. Und haben nochmal lang und breit über das ganze Thema diskutiert, eigentlich die ganze Hinfahrt und die ganze Zurückfahrt. Und haben uns dort vor Ort auch die ganzen Futtermittelhersteller angeguckt und, was es dort alles gibt. Also ihr müsst bitte gucken, der Zuckeranteil im Futter soll unter 10% sein. Aber auch hier, es ist immer wieder individuell zu betrachten. Jedes Pferd hat einen anderen Bedarf, hat einen anderen Bedarf an Mineralfutter, hat einen anderen Bedarf an Zink, an Mangan, an Kalium, Calcium, Phosphor, wie auch immer. Wir können die nicht über einen Kamm scheren. Und es ist unglaublich wichtig, wirklich zu gucken, wo kommt mein Pferd mit am besten klar. Genauso wie diese Trainingsgeschichten, ja. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr ein gleichbleibendes, kontinuierliches, gutes Training für die Pferde wählt. Und da gehört für mich alles mit rein. Der Spaziergang, draußen in den Wald gehen. Ich mag das ja sowieso. Das beste Training kannst du draußen machen, wenn du in den Wald reingehst für das taktile Training und. Und die Sensorik und alles, was dazugehört, ist einfach draußen Training perfekt. Können aber nicht alle umsetzen, okay. Aber da musst du einfach gucken, ne? Equikinetik ist ein super Training. Natürlich das Longieren, Doppellonge, die Arbeit an der Hand, die Bodenarbeit, auch das Training unterm Sattel, gymnastizierende Arbeit ist hier so wichtig, Leute, ja? Innenstellung, Außenstellung, dynamisch durch den Körper wechseln, Seitengänge, Lektion, das ist alles, alles wichtig für diese Pferde. Aber immer unter Berücksichtigung, was sie können und was sie halt nicht können. Ich habe euch hier mal nochmal aufgeschrieben, welche Symptome sich zeigen bei den Pferden. Und das ist unglaublich vielfältig. Und deswegen kann man es auch nicht wirklich greifen. Man kann es wirklich nur greifen, indem man sagt, ich mache einen Test, der allerdings noch nicht validiert ist. Aber da könnt ihr schon mal erfahren, welche Variante habe ich hier überhaupt, ja? Oder man macht eine Muskelbiopsie. Über eine Muskelbiopsie kannst du es auch bestimmen. Das ist aber wieder so eine Sache. Da müssen ganz viele Parameter berücksichtigt werden. Da bin ich auch die völlig falsche Ansprechpartnerin. Das müsst ihr mit einem Tierarzt machen, der sich da einfach auskennt. Und ganz wichtig, das Futter optimieren. Ihr seht nach 2, 3 Monaten einfach massive
positive Veränderungen bei den Pferden, wo man das Futter wirklich umgestellt hat auf diese PSM2 beziehungsweise ja, MIM-Problematik, Symptomatik. Wir haben die Muskeldellen, die Muskelrisse, wir haben das Muskelzittern, wir haben die allgemein sehr schlechte Bemuskelung, wir haben mitunter Zeiten, wo die Pferde einen rapiden Gewichtsverlust haben. Also rapide heißt wirklich von jetzt auf gleich fast, dass die so abnehmen, dass du die Rippen sehen kannst, dass du die Wirbelsäule sehen kannst und. Wir haben schilleringartiges Zittern, wir haben klemmiger Gang, wir haben mitunter ataktische Bewegungsmuster, wir haben unerklärliche Lahmheiten, wir haben massive Verspannungen der Muskulatur. Wir haben Pferde, die einen super hohen Muskeltonus haben, die packst du an und du hast schon das Gefühl, du hast eigentlich wie so ein ja, Stück Leder in der Hand. Ja, das fühlt sich total krass an. Habe ich so häufig in meiner Kundschaft. Und dann denke ich mal so, boah, da musst du erstmal durchkommen und das Ganze einfach auflösen und wieder auf ein normales Level bringen. Das kann man aber nur, wenn man ein gescheites Management fährt. Und da gehören halt alle Komponente mit rein. Da gehört der Tierarzt mit rein, da gehört der Trainer mit rein, da gehört die Futtermittelgeschichte rein, da gehört der Stallbetreiber mit rein, weil Stallmanagement bzw. Bewegungsmanagement ist unglaublich wichtig. Da gehört ein Physio-Osteo mit rein. Natürlich ist unsere Arbeit sehr, sehr wichtig, weil durch Falschzug und Falschbewegung der Muskulatur und diese immer mehr in diese steife, klemmige Haltung zurückgehen, können die Muskeln natürlich atrophieren, beziehungsweise die können sich zurückbilden. Ja, und du hast dann massive Muskelverkürzung und Muskelverspannung, Muskelverkürzung. Du hast durch falschen Zug der Muskulatur auch Blockaden innerhalb der Wirbelsäule, innerhalb der Gelenke. Deswegen ist es unglaublich wichtig, mit uns als Therapeuten zusammenzuarbeiten und zwar langfristig. Das machst du nicht in 1, 2, 3 Wochen. Ja, wir gehen, mit meinen Kunden habe ich meistens die Vereinbarung, dass ich alle 4 Wochen vor Ort bin und dann betreue und dann gucke und dann richte, was zu richten ist. Wir optimieren nochmal die Trainingspläne und. Also es ist wirklich so, dass die Pferde all unsere Unterstützung brauchen, um dann aber auch vernünftig geritten werden zu können. Ja, und damit sie einfach auch ein vernünftiges, schmerzfreies Leben haben. Du willst nicht mit Schmerzen durch die Gegend laufen den ganzen Tag und schon gar nicht willst du Leistung bringen mit Schmerzen. Was haben wir noch? Die Wesensveränderung, ja klar. Da könnt ihr mal in den Humanbereich zurückgehen. Wenn ihr Menschen kennt, ältere Menschen ganz oft, die massivst unter Schmerzen leiden, die zum Beispiel auch Erkrankungen der Muskulatur aufweisen oder andere chronische Krankheiten mit sich bringen, die verändern ihr Wesen. Die werden anders, die werden grimmiger, knurriger, die werden halt, ja, es verändert sich halt alles. Oder die launischer. Launischer ist auch noch so eine Sache. Wenn du den ganzen Tag Schmerzen hast oder massive Kopfschmerzen, Migränepatienten, ja, das sind ja so Dinge, das machst du nicht mal eben weg. Und diese Kopfschmerzen sind nervig, die sind ätzend, das ist anstrengend. Es ist anstrengend, wenn du den ganzen Tag Schmerzen hast. Und glaubt es mir, unseren Pferden geht es genauso. Ja, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Es ist einfach da und deswegen ist das so wichtig. Wir haben Atemwegsgeräusche gegebenenfalls. Da müsst ihr mal gucken, ob eure Pferde unter Atemwegsgeräuschen leiden. Atemwegsgeräusche, Wortfindungsstörung, Atemwegsgeräuschen leiden. Ich habe ein Video gemacht über Pseudonarkolepsie. Hier auch ganz wichtig, ja. Narkolepsie durch Schlafmangel, dadurch, dass die Pferde sich einfach vor Schmerzen nicht mehr hinlegen wollen oder weil sie Angst haben, nicht aufstehen zu können, weil die Muskulatur den Körper nicht mehr so trägt, wie er eigentlich getragen werden sollte. Massive Berührungsempfindlichkeiten, gerade auch in dem Bereich Sattellage. Ja, es ist nicht immer der Sattelzwang oder der Gurtzwang. Das kann auch davon kommen, dass die Pferde massivst unter PSM2 leiden.
Unmotiviertheit. Und da muss ich auch noch mal echt viel zu sagen, glaube ich. Die Pferde können einfach nicht. Wir haben, was ich immer glaube, ist, oder was ich immer höre, wir haben so zwei Fraktionen von Pferdebesitzern. Nein, drei. Die einen, die schon im Thema drin sind, die alles optimieren für ihre Pferde, wo die Pferde auch einfach laufen, Punkt, aus die Maus. Das ist super, die sind toll eingestellt. Wir gehen bis in den hohen Leistungssport und da sind die Pferde aktiv, weil sie ein tolles Management haben, weil die Besitzer es erkannt haben, sie optimal unterstützt werden auf allen Ebenen. Das ist die eine Variante der Pferdemenschen, Pferdebesitzer. Dann höre ich in den Stallungen immer die, die sagen, der hat Pearson 2. Der kann nicht gearbeitet werden. Der hat wieder Pause, der hat wieder Pearson 2. Nein, der braucht eine Ruhepause, der hat Pearson 2. Ach du, heute nicht. Der ist nicht gut drauf, der hat Pearson 2. Gut, dass ihr auf eure Pferde achtet und guckt. Aber es ist auch keine Ausrede dafür, dass ihr die Pferde nicht in Arbeit nehmen solltet. Das habe ich ja gesagt. Das Training, die gleichmäßige Bewegung macht es besser und hilft den Pferden. Ja. Und dann habe ich noch die Fraktion, die ja, nicht hinguckt und ihre Pferde übertrainiert. Was natürlich irgendwann zur Folge hat, dass die Pferde dann irgendwann diesen Anforderungen einfach nicht mehr standhalten und massive Verletzungen aufweisen, Sehnenschäden zeigen und. Also, oder wirklich unreitbar werden und zu auch einer Gefahr werden. Aber ich finde, mit solchen Videos, wie ich jetzt hier mache, kann man nur aufklären, aufklären, aufklären. Und es muss ja nicht sein, dass man so weit geht, dass man über diese Thematik des Pferdes hinwegreitet. Für mich der absolut falsche Weg. Ich habe noch die Neigung zu Koliken. Und auch nochmal ganz wichtig, viele, viele, viele Pferde, und ich glaube, gerade im PX-Bereich, neigen zu massiven Magenproblemen, Magengeschwüren. Was auch wieder damit zu tun haben kann, wenn die Pferde Magengeschwüre haben, guck dir mal mein Pseudonarkolepsie-Video an. Da habe ich dir gesagt, dass die es nicht mögen, sich hinzulegen aufgrund von den Magenschmerzen. Was zeigen die Pferde im Training? Probleme in der Lastaufnahme, Taktunreinheiten und Lektionen können nicht sauber umgesetzt werden. Klemmiger Gang, ach, da gibt es so viel, was die Pferde euch anzeigen oder wofür sie aufzeigen im Bereich des Trainings. Wir haben das vermehrt bei den Pferden ab dem ungefähr 8. Lebensjahr, will ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist die Zeit, wenn die Pferde anfangen, wirklich auf, ne, Taktlosgelassenheit, gerade Richtung wie auch immer, wenn die in eine gewisse Leistungsanforderung kommen und sich dann auf die Hinterhand setzen müssen. Und da ist es ganz oft so, dass die Pferde einfach das nicht umsetzen können, weil ihnen die Kraft fehlt, weil die Muskelzubildung fehlt, weil sie eben halt diese Stoffwechselstörung in der Muskelzelle haben. Ja? Jetzt haben vielleicht auch viele, viele, viele Menschen mal so ein Ah, Bing, geht so ein Männchen da oben auf und sagt, ach, jetzt verstehe ich das, weil als er 3, 4, 5 war, hat er das noch gar nicht gezeigt. Ja, das liegt aber auch daran, dass der Körper natürlich bis 7, 8 ungefähr wächst und irgendwann sind sie ausgewachsen und irgendwann zeigen sich dann eben halt diese Probleme. Innerhalb des Wachstums fällt das noch nicht so massiv und so drastisch auf. Ich glaube, da gibt man auch immer noch mal so 5 bei. Ach ja, der hat noch gerade einen Wachstumsschub und. Das packt man auch noch mal so unter diese Geschichte. Aber da fängt das meistens an, dieses Dilemma und eine riesen Odyssee von Tierarztbesuchen und. Also für die Menschen, die betroffen sind, ist das ein riesengroßes, ja, Dilemma, kann ich nicht anders sagen. Also da beginnt wirklich ein Weg durch, keine Ahnung, Fachzeitschriften, durch Berichte, durch Videos, durch Tierarztbesuche, durch Trainingsumstellung und. Das ist einfach unglaublich, wie viel, ja, Sorgen einem dann das Pferd letztendlich auch bereitet, ne? Ich kann so von mir ein bisschen eine Anekdote erzählen. Ich bin jemand, der durch meine Arbeit an den Pferden, wenn ich dann so 400, 500, 600 Kilo Pferde
jeden Tag durchbewege, geht das natürlich auf die Muskulatur. Ja, und ich habe wirklich immer Rückenschmerzen. Ich habe absolut Probleme im rechten Lendenwirbelbereich. Ich habe auch eine Fehlstellung der Wirbelsäule, also eine Skoliose. Und dadurch habe ich immer einen angespannten Muskelzug, wie auch immer. So, was mache ich, damit es mir körperlich besser geht? Ich mache Yoga. Mit Dehnübungen, mit also Gewichtsübungen und. Und Yoga kannst du super gut machen, wenn du ständig Probleme in der Muskulatur hast. Und das ist auch wichtig, den Körperausgleich zu schaffen und in Bewegung reinzugehen. Den Körper einfach zu stabilisieren auf allen Ebenen. Ja? Ernährung, Bewegung, Training, hab ich euch ja schon gesagt im Vorfeld. Und das ist einfach so wichtig. Und auch die Pferde brauchen eine gewisse Form von Yoga, nämlich ihre vernünftige, gesunderhaltende Gymnastizierung. Was kannst du jetzt als Pferdebesitzer tun, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich habe auch solche Dellen in der Muskulatur. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Habe ich vorhin schon erwähnt, es gibt die Möglichkeit des Gentests, der nicht validiert ist und viele Kritiker sagen, das ist Blödsinn, kann man überhaupt keinen Aufschluss daraus erkennen. Ich würde es machen, wenn du jetzt ein Pferd hast, was solche Probleme aufzeigt, dann würde ich auf jeden Fall einen Gentest machen lassen, damit ich einfach weiß, womit ich es zu tun habe und entsprechend das Futter und die Nährstoffe angleichen kann. Wie gesagt, die Muskelbiopsie ist auch eine andere Möglichkeit, aber da musst du bitte mit einem Tierarzt sprechen, der erfahren ist und der bitte auch in dieser Thematik zu Hause ist. Ich arbeite total gerne zusammen mit dem Dr. Peter Richterich von der Klinik Beuenstein. Das ist für mich einer der absoluten Fachmenschen in diesem Bereich. Ich habe auch mit dem vor 2 Jahren, glaube ich, mal einen Podcast gemacht. Kannst du mal gucken in meiner Podcast-Reihe. Dr. Peter Richterich wird auch am Pferdegesundheitskongress im Ende April, 27., 28. April, haben wir einen Pferdetherapeutenkongress, so heißt es richtig, in Hamm. Und Dr. Peter Richterich wird um 10:30 Uhr das Programm eröffnen am Samstag. Und ich habe gestern oder vorgestern, wann habe ich mit ihm gesprochen? Ich glaube, vorgestern habe ich mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt, du Peter, ich möchte gerne ein Video aufnehmen für meine Kunden. Ist das für dich okay, wenn ich das nochmal erwähne explizit? Und er hat dem sogar zugestimmt, dass wenn ihr kommt, euch das anhört, auch er im Nachgang noch zur Verfügung steht, um mit euch Gespräche zu führen. Ihr könnt aber auch jederzeit die Tierklinik Beuenstein kontaktieren. Die sind da alle echt super drauf, um diese Thematiken bitte vor Ort mit dem Tierarzt abzuklären. Ja, nochmal, auf jeden Fall solltest du das Futter optimieren, das Training anpassen, die Haltungsbedingungen anpassen, regelmäßige Physio-Osteopathie für dein Pferd, das ist unglaublich wichtig. Und was noch für mich ganz wichtig ist, dein Pferd einzudecken. Ich habe Pferde im Winter, die brauchen 400 bis 500 Gramm Decken, weil sie sonst einfach nicht klarkommen. Ja, mit Halsteil bitte. Es ist so wichtig zu gucken, dass dein Pferd wirklich von der Muskulatur her unten drunter total warm ist. Das ist alles, ja, schon ein Management, ne? Und dann müsst ihr auch gucken, die Zugabe von Gras ist nicht für jedes Pferd geeignet. Der Didi zum Beispiel, der liebt das, habe ich ja gerade schon erwähnt. Der kommt super damit klar. Aber andere Pferde halt nicht. Und das alles muss man, glaube ich, berücksichtigen, wenn man ein Pferd hat. Und da sollte man auf jeden Fall auch bitte ganz genau hingucken und sehr achtsam sein im Umgang mit dem Pferd. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen erklären und es relativ einfach halten, warum das kein Mythos ist, sondern wirklich eine wichtige Geschichte in unserer Pferdewelt. Und wir alle wollen doch nur eins, dass es unseren Pferden gut geht und dass es unseren Pferden, ja, dass sie alles bekommen, was sie wirklich auch brauchen, um für dich als Sportpartner im Einsatz zu sein. Weil wenn eine Komponente nicht vernünftig funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht vernünftig. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, ich werde die Klinik Beuenstein hier drunter verlinken. Und ich werde, wenn du möchtest, dann nimm aber bitte direkt Kontakt zu mir auf, auch den Kontakt zu Lorraine weiter herstellen.
Die hat gesagt, sie ist gerne für euch da, wenn ihr wirklich mal euer Leid klagen wollt. Gleichgesinnte verstehen sich einfach nochmal anders untereinander. Und ich finde es so schön, dass ihr diese Möglichkeit bekommt, euch einfach mal vernünftig mit einem anderen Pferdebesitzer auszutauschen. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Anregungen. Wenn ihr Anregungen zu Videos habt und wenn ihr Videomaterial haben wollt von mir, sprecht mich doch gerne an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Schaut auf eure Pferde und bis ganz bald. Eure Sandra.